Maßlose ist aristokratisch, sagt mein Herr immer, wenn er mich haut. Was machst du hier am Boden? Du kniest in einem wildfremden Zimmer und murmelst Zahlen vor dich hin. Primo ist dies kein fremdes, sondern unser Zimmer. Und Secondo, murmel ich nicht irgendwelche Zahlen vor mich hin, sondern vermesse den Standort unseres Bettes. Was willst du damit sagen? Dass der Weg, den du davon donnerst, vom Grafen, jederzeit beschlichen werden kann. Was glaubst du denn, er will mir Hörner aufsetzen? Der Herr Graf, hat er nicht selber dieses Vorrecht der ersten Nacht abgeschafft? Um es bei mir wieder anzuschaffen. Tja, Figaro denkt, aber der Graf leckt. Bitte, eine Umarmung. Was wird morgen mein Mann sagen, wenn ich heute den Bräutigam umarme? Ich erlaube es. Ist jemand krank? Der Graf. Der Graf? Eine schreckliche Krankheit. Sie befällt über dem Anblick eines schönen Mädchens. Infiskation. Und steigert sich mit Einbruch der Dämmerung. Konvulsion. Und tobt die halbe Nacht. Explosion. Alles klario. Ich diagnostiziere auf Fleckfieber. Ich diagnostiziere auf Untreue. Ich brauche Ihre Hilfe, Herr Doktor. Ich liebe einen Mann. Diese Krankheit ist häufig. Es ist Figaro. Diese Dummheit ist selten. Was ist den Damen wichtiger als die Moral? Ihr Ruf. Figaro wird sich von ihr abwenden. Und mir zuwenden, Herr Doktor. Sie sind ein Genie der Schlechtigkeit. Gleich euer Gesicht in der Ziehharmonika, der mir ein Trauma spielt. Ist die Gräfin deine heimliche Liebe? Du hast recht, aber sie ist so weit entfernt, dass ich für sie nur schwärmen kann. Dich aber kann ich lieben. Gott sei Dank bist du nicht so weit entfernt, dass ich dich nicht aufweiden kann. Rette mich, Susanne! Wie soll es mir gelingen, den Grafen umzustimmen? Wie ich höre, hast du seine Gunst? Wie ich höre, hast du deine Frechheit wieder? Leg ein gutes Wort für mich ein. Warum könnt ihr alle über meine Liebe zu Figaro verfügen? Wie viel ist euch eigentlich wert? Sie gehört mir. Mir. Ich höre etwas. Och, der Graf. Der Graf, oh Gott. Wo ist dein Stuhl? Mit Verlaub, Herr Graf. Bleiben Sie stehen. Mit Verlaub, ich will mich setzen. Mit Verlaub, Herr Graf, sieht im Stehen besonders vorteilhaft aus. Mit Verlaub, Herr Graf in sich im Sitzen wohler. Au! Was jault hier? Hat der Kerl was vergessen? Das Wichtigste. Ich liebe euch nicht. Was man nicht stehlen kann, kann man kaufen, Herr Graf. Gebt noch 20% drauf und ihr habt sie. Was bin ich schuldig? Ihr wollt euch meine Liebe erkaufen? Immerzu. Die erste Rate ist fällig. Ihr habt heute den Pagen entlassen. Nehmt die Entlassung zurück. Silence, der Hengst, der besondere Wollbeine gehabt hat, lieber. Herr Zauberer Trinder. Hüter der Unschuld, Meister der Tugend. Mach mit, mein Herz. Was gibt es da zu flüstern? Ich teile nur die Vererbung meines Bräutigams für eure Person. Sie sind tief gerührt von ihrer Art, die Tugend zu belohnen und die Unschuld zu beschützen. Zu höchst. Zu tiefst. Zeit gewinnen. Oh Gott! Ich bin blind! Oh Gott! Für Ihre Schönheit, meine Damen, wer könnte sie ohne Blendung überstehen? Red nicht so geschwollen. Was gibt es Neues? Der Graf hat Cherubin zum Leutnant gemacht und ihn in den Krieg geschickt. Das ist entsetzlich. Halb so schlimm, ich habe den Bengel im Schloss versteckt. Das ist gefährlich. Halb so gefährlich, ich habe dem Burschen eine Verkleidung ausgedacht, die den Grafen hoch erfreuen wird. Luft anhalten, Bauch einziehen. Nun, nicht schlecht. Die Schultern sind etwas zu eng. Oh, und die Brust ein wenig zu flach. Haben die Damen vielleicht einen Busen übrig? Mein Herr! Benehmen Sie sich! Warum ist sie abgesperrt? Wer ist im Zimmer? Sein Exzellenz! Der Vogel war meine Grafen. Ich war ihrer überdrüssig und warf sie aus dem Fenster. Mit Verlaub, Herr Graf. Frau Gräfin, lassen dem Herrn Grafen sagen, dass Frau Gräfin dem Herrn Grafen etwas sagen möchte. Ausgezeichnet. Ich werde pünktlich sein. Und kein Wort zu Figaro. Denn wäre ich zufällig in einem feineren Bette geboren, so wäre ich zufällig ein Edelmann oder Politiker und hätte zufällig genug Geld, den Zufall der Gerechtigkeit etwas weniger zufällig zu machen. Schluss jetzt! Schluss jetzt! Schluss jetzt! Schluss dagegen! Jetzt reicht's! Einspruch! Wer braucht denn einen Rechtsbeistand? Was hilft mir die Hilfe solcher Advokaten? Unerhört! Unerhört! Das gefällt mir nicht.
dein Schloss, deine Diener, dein Geld.